Hallo ihr Lieben, habt ihr mich vermisst am Mittwoch? Tut mir leid, auch heute melde ich mich nur kurz, weil es hat nämlich einen Grund. Mein Enkelkind ist zu Besuch, das heißt, ich beaufsichtige ihn alleine, weil meine Tochter ist mit ihrem Mann eine Woche Sonne tanken. Wunderbar, ich habe es denen gewünscht und gegönnt und es ist toll. Wir haben ja eine Ferienwohnung, der Kleine schläft da drin und hat sein eigenes Bett, sein eigenes Reich, sein Spielzeug, alles, was es gibt. Wunderbar. Und ich bin jetzt Vollzeit-Oma. Da ich das aber lange nicht mehr gewohnt bin, ne, ist ja schon 27 Jahre her, dass ich mein letztes Baby hatte, ist das ganz schön anstrengend. Und ich finde kaum Zeit zum Film. Ihr mögt mir verzeihen, aber das geht wirklich vor. Nur wollte ich euch heute wenigstens noch einen ganz kleinen Ostergruß dalassen. Ich hoffe, wir haben so schönes Wetter wie heute. Heute ist Samstag Mittag, der Kleine schläft gerade. Habe ich gedacht, mach ich mal schnell ein Filmchen, ne? Heute scheint die Sonne strahlend, blauer Himmel, toll. Heute Nachmittag fahren wir zu meiner anderen Tochter, die übrigens mir behilflich ist bei der Aufsicht etc. Und da wollen wir ein bisschen im Garten spielen, freue ich mich schon sehr drauf. Apropos Garten. Ich habe euch so ein ganz klein wenig von meinem Frühlingsgarten abgefilmt, so als Ostergruß, ne? Ihr versteht. Da ist sogar eine Tulpe, die blüht, also hooray. Ich glaube, ich habe vor 3 Jahren oder so mal 35 Tulpenzwiebeln gelegt. Jedes Jahr kommt nur eine, aber immerhin, ne? Ich meine, da kann man ja von Erfolg sprechen. Und ihr seht einen kleinen Feenwald, den habe ich für meinen Enkel gebaut. Das heißt, selber gemacht und ein paar Feen gekauft und Haus und Baumstamm. Ihr werdet sehen, ne? Ja, bleibt mir jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer ich wünsche euch ganz, ganz, ganz frohe Ostern. Habt eine schöne Zeit. Ich wünsche euch schönes Wetter. Geht zum Osterfeuer. Wir gehen nämlich morgen auch, also am Sonntagabend. Weil morgen Nachmittag machen wir Ostereier suchen im Garten meiner anderen Tochter. Und das wird richtig schön. Mal gucken. Ich bin gespannt. Wir haben Ostereier bemalt gestern. Und ja, jetzt sabbel ich doch schon wieder viel länger, als ich wollte. Aber na, ihr wisst Bescheid. Ne? Jetzt noch ein bisschen Impressionen aus meinem Garten, aus dem Fairy World. Und habt es schön. Macht es euch gemütlich und genießt die Zeit mit eurer Familie. Und ja, Zeit zur Besinnung. Zeit, den Frühling zu genießen und überhaupt. Wir sehen uns hoffentlich am nächsten Mittwoch wieder und mal gucken, ob es klappt. Ansonsten bis Samstag. Oh, die Tür knarzt. Bis dann. Tschüss.